Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Und wir sind hier an der Stelle stehen geblieben, hier im Pokémon Center. Und ich hoffe, dass die Capture Card von nun an generell so funktioniert, denn sie passt sich automatisch dem Ton von OBS an oder OBS passt den Ton der Capture Card an. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Ja, ihr seht schon, ich habe Otero als unseren erstes Teammitglied unten in die Leiste eingefügt, was sehr, sehr cool ist. Da. Kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Und ich habe mittlerweile wieder eine fucking rote Webcam. Na egal. Ich habe das Bild ausgetauscht. Ich habe nicht gerafft, dass wir Serpy vorher gewählt hatten. Es tut mir so leid. Ja, wir gehen mal raus aus dem Pokémon Center. Also, wir haben jetzt unten Serpy vorher stehen. So wie es sich nun mal gehört. Für den Starter, den wir genommen haben. Oh, schön, dich kennenzulernen, okay. Muss Bell sein, stimmt's? Hat sich offensichtlich für Serpifeu entschieden, nicht wahr? Naja, ich weiß selber nicht ganz, für was ich mich entschieden habe, anscheinend. Das passt irgendwie. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Hier sind die Turbo-Tritter. Yes, nimm sie. Damit können wir schneller rennen, das ist schön. Sitzen ja mal wie angegossen. Hör mal kurz zu, ich lese die Gebrosser. Bla 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 bla. Ja. Zieh dir deine Turbo-Tritter an und renne, bis dir die Booster ausgeht. Das können du und Serpy voll überall hinrennen. Jo. Was ist da von Benny? Das hier ist von mir. Oh Gott. Sorry. Winter. Kratzen am Hals. Mona hält Karte. Nice. Und verstaut das Item Karte in der Basis-Items-Tasche. Ja. Wieso denn zwei Karten? Weil ich will, dass mein Bruder auch eine bekommt. Wieso gibst du ihm die nicht? Das ist eine gute Idee. Auch wenn es nur eine lange Straße ist, die von hier bis zum Meer führt, kann eine Karte nicht schaden. Wenn du eine Karte benutzt, bist du bestimmt bald schon bestens mit der einen Region vertraut. Naja, also ich habe das Spiel schon oft durchgezockt. Insofern, ja, geht so. Hehe. Euch nur zuzuschauen macht mich irgendwie froh. Ja, Belle mit ihrer grenzenlosen Positivität. Komm jetzt, als nächstes gibt es Route 19. Ich bringe dabei, wenn man ein Pokémon fängt. Oh nein. Erstmal Stadterkundung. Gute Reise. Zusammen mit Seppi wirst du ganz vielen Menschen und Pokémon begegnen, also genieße deine Reise. Danke. Ja. Wir klappern mal die Stadt ab, von oben nach unten. Das ist also erstmal eine Stadterkundungstour. Ich frage mich, ob sich alle verändern werden, jetzt wo wir eine Pokémon-Arena haben. Wenn die eigenen Freunde stärker werden, wenn man sich schließlich selbst auch verbessern. Das ist so eine Pixelschrift. Ich kann das nicht so gut lesen. Ich habe mein Pokémon noch nicht kämpfen lassen, deswegen ist es noch schwach. Yorkleff hast du. Das ist ein relativ guter Ausgangspunkt eigentlich. Es ist total ätzend, wenn man einem lang gesuchten Pokémon begegnet und dann keine Pokébälle dabei hat. In die Nachbarstadt zu gehen, war für mich als Kind ein großes Abenteuer. Genau, ich gebe dir das Item, das ich damals dabei hatte. Oh, wo habe ich das denn hingelegt? Ich werde es suchen, tut mir leid. Liegt irgendwo das Ding? Toll, das bringt mir richtig viel. Vielleicht kann man später nochmal mit ihr reden. Okay. Erstes Haus abgehakt. Ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr schöne Anfangsstadt. Das ist auch eine bedeutungsvolle Anfangsstadt. Werden wir später erfahren. Manchmal greifen wilde Pokémon auch. Ja, dann haben wir schon geredet. So, was sagst du? Hey. Leute gehen auf Reisen und wachsen an dieser Erfahrung. Ob ich auch diese Stadt verlassen sollte? Ja, mach. Ich glaube, mit dem haben wir auch schon geredet. Was sagt sie?
Trainer lassen ihre Pokémon-Partner im Kampf antreten und Arena hat das ganz besonders starke Trainer. Mhm. Die Aussicht auf Route 19 von der Aussichtsplattform ist der Stolz von Aventura City. Yo. Wer bist du? Ich will endlich in die Trainerschule. Es gibt noch so viel, was ich über Pokémon lernen will. Ja, wieso lässt du mich nicht rein? Hier entsteht die Trainerschule. Ach, die ist noch im Bau, okay. Deine Mutter ist gut daran, Pokémon etwas Ruhe zu gönnen und sie wieder aufzupäppeln. Hat eine Background-Story, warum unsere Mutter das so gut kann. Mono, falls Benny auf seiner Reise vom rechten Weg abkommen sollte, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn, dann hilf ihm bitte, ja? Nein, alles gut, ja, ich werde ihm helfen. Er ist eher der Typ, der Dinge in sich hineinfrisst, vor allem seine Wut. Ah, ja. Und ehrlich sein möchte ich nicht, dass mein Sohn auf Reisen geht. Mit dem Ziel, das er verfolgt, sowieso nicht. Aber andererseits wünschen wir uns als Eltern natürlich auch, dass die Kinder erwachsen werden. Ja, weil unser Rivale hat nämlich einen sehr guten und besonderen Grund, auf Reisen zu gehen. Ich werde es nicht spoilern, aber wahrscheinlich den besten Grund, den ein Rivale je hatte. Und ich bin dafür, dass er auf Reisen geht. What the fuck? Ist das sein Zimmer? Respekt. Das ist eine Karte der Einer-Region. Ey, der hat voll cool ein Zimmer. Das ist eigentlich voll mein Stil, ne? So lila mit Schwarz- und Weiß-Kram. Das sieht eher aus wie von seiner Schwester. Er hat einen riesigen Fernseher. Die haben eine eigene Etage nur für sich. Oh, scheiße. Nochmal. Runter? Okay. Ich kann außerdem sagen, dass wir das nächste Teammitglied wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Part fangen werden. Also werden schon gut an unsere Teammitglieder kommen. Die Wissenschaft hat keine Grenzen. Heute kann man per Datenübertragung mit über 100 Leuten gleichzeitig spielen. Oh yes. Wer seid ihr? Sei mal gut zu deinen Pokémon. Sie werden dir bestimmt eine völlig neue Welt eröffnen. Oh Mono, du hast Pokémon dabei. Sehr gut. Mhm. Das sind auch wahrscheinlich einfach Leute, die uns wirklich seit Jahren kennen. Wir leben hier seit Jahren. Das ist so cool. Ah, ich dachte, ein Pokémon. Wow, total cool. Dank der Erfindung des Pokéballs kann jeder mit Pokémon zusammen sein. Das ist für uns inzwischen ganz selbstverständlich geworden. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es wirklich großartig. Mhm. Überlegt es damals auch der, ich habe mir heute mal ein Pokémon-Timeline-Video angesehen, sehr, sehr cool. Man überlegt, dass die Erfindung vom Pokédex damals im, glaube ich, ersten Pokémon-Game hier vom Professor euch so eine riesengroße Sache war. Und heutzutage, ja, nimm halt den und den Pokédex und die Erweiterung. Heutzutage ist das stinknormal. Hi. Oh, ich wollte eben mit dir reden. Mono, stopp, ohne Pokémon kommst du ja nicht weiter. Hä, Nanu? Okay, der kennt uns auf jeden Fall. Ah, du hast einen Zappifor dabei. Dann kann deine Reise jetzt losgehen. Hier ein Abschiedsgeschenk für dich. Danke, Mann. Was ist das? Zum Trank der Medizintasche. Wenn deine Pokémon verletzt sind, ist es das Vernünftigste, sie in ein Pokémon-Center zu bringen. Jo, da sprichst du wahre Worte. Ah, verstehe, so ist das also. Ich liebe es, die Nachrichten und Informationen über die Städte auf der Leuchtschrift-Anzeigetafel an der Wand zu lesen. Okay. Die Kampfmetro in Rayono City. Aha. 14. Januar. Aventura City. Scheiße, ihr könnt sehen, wann ich das aufnehme. Sonnig, Route 19, sonnig, Dowsing, sonnig. Ja, die zeigen da immer so coole Pixel-Sprites und so von Sachen aus der Umgebung. Was sehr, sehr nice ist. Was nicht sehr, sehr nice ist, ist das hier. Hey, hierher. Hm. Das erinnert mich irgendwie an jeden Tag damals auf Route 1. Also dann, Zeit für ein paar Erklärungen. Die Seiten deines Pokédex füllen sich automatisch, wenn du neuen Pokémon begegnest. Wenn du ein Pokémon fängst, fällt der Eintrag noch detaillierter aus. Lass mich dir das mal demonstrieren. Ich zeige dir jetzt, wie man ein Pokémon fängt. Einverstanden? Ah, das typische Tutorial. Wir hatten nicht mal die Chance, selber ein Vieh zu fangen bisher. Yorklef, okay. So, aber ich finde das Funk-Tutorial sehr, sehr gut, weil in früheren Spielen ist es anscheinend oft so gewesen. Ich habe selber nie miterlebt, weil ich halt mit der Generation ja groß geworden ist.
groß geworden bin, ist anscheinend so gewesen, dass sie bei den Tutorials immer die Pokémon sofort eingefangen haben, ohne sie vorher zu schwächen. Was natürlich allerdings besser ist, wenn man sie schwächt, dann den Pokéball wirft, so wie sie es jetzt unten zeigt, und dann die Pokémon fängt. Obwohl ich nicht weiß, ob so ein Level 2 Felido sich lohnen würde. Für das Let's Play wäre eigentlich mein Kitty-Headset ganz cool gewesen. Na. Wie schön, ich habe ein Pokémon gefangen. Also ich fasse nochmal zusammen. Ein Putzmann aus Pokémon lässt sich nur schwer einfangen, merkt ihr das? Also solltest du es zunächst total verdreschen und seine KP senken. Und wenn du dein Pokémon-Team Attacken ausführen lässt, die das andere Pokémon schlafen schicken oder paralysieren, kannst du sie noch leichter fangen. Ja, mit Statusveränderungen und Sachen wie Paralyse oder so, können wir die leichter fangen. Stimmt. Du gehst los, um deinen Freund die Karte zu bringen, nicht wahr? Geh einfach hier geradeaus, um in die Nachbarstadt Dowsing zu gelangen. Also dann, begegne 4 neuen Pokémon und fange auch ganz, ganz viele davon. Jo, das mache ich. Dam, 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 da. Ein Felilo. Auch Level 2. Ja, wir dürfen ja nicht zu viel erwarten. DS, ich muss jetzt gar nicht mehr auf den DS gucken. Ich kann es einfach so auswählen. Das ist geil. Tackle. Was mir auch sehr am Spiel gefällt, was ich ja mal ein bisschen erklären kann, ist halt wirklich meine erste Generation gewesen. Und ja, ich habe damals Pokémon, glaube ich, Schwarz oder Weiß, damals mir aus der Bücherei mal ausgeliehen. Und hab das dann zu Hause gespielt, das war so unfassbar cool und das war so mit 7, 8 Jahren. Ich habe das Game kaum verstanden, habe aber gewusst, gut, jetzt muss ich hier und da drücken, um anzugreifen. Und oh, ich habe das Finale sogar durchgezockt, ich habe das Spiel irgendwie in zwei Wochen durchgespielt, das war so unfassbar cool. Dann natürlich an Weihnachten irgendwie mal Pokémon Schwarz und Weiß 2 bekommen, das war extrem cool. Ah. Ich weiß sogar noch, wo ich Pokémon X damals bekommen habe für ein 3DS. Ich aber zu dem Zeitpunkt nur einen normalen DS hatte. Somit konnte ich das nicht spielen. Wir haben es zurückgegeben im Laden und oh, Kindheitsänderung. Obwohl ich damals, glaube ich, auch mitbekommen habe, als wo ich noch kleiner war, so mit 5 oder so, wie Diamant, Pearl und Platin aufgestiegen sind. Aber die Generation hat mich nie wirklich gefesselt. Ich bin eher hier mit dieser letzten Pixel-Generation groß geworden. Okay, lesen wir mal. Tipps für Trainer. Nur Mut, sprich die Leute an, denen du unterwegs begegnest. Sie haben allesamt gewiss hilfreiche Hinweise für dich parat. Jo. Weißt du was, ich suche im dunklen Gras nach hohen Pokémon. So. Wenn du also keine Pokémon begegnen möchtest, meide das dunkle, hohe Gras. What the fuck, was ist in dem Let's Play los? Ich kann eher Englisches übersetzen, als dass ich Deutsch lese. Ein weiteres Nagelos. Bin ich der Einzige, der die Augen von den Viechern absolut creepy findet? Rankenhieb. Unsere Step-Attacke. So. Geben natürlich am Anfang noch nicht viel EP, die Pokémon. Ich werde mich übrigens die nächsten Tage mal rumschauen, wie ich hier den Rahmen noch abschneiden kann. Oder wir... Ach, come on. Langweil mich nicht. Oder ob wir das jetzt für den Rest des Let's Plays so lassen. Weil es ist ja schon ein bisschen klassisch. Es hat diesen Nostalgie-Flair. Trotzdem habe ich mir hier ein bisschen was an Rahmen zusammengebaut. Nope, wir flüchten. Habe ich mir ein bisschen was an Rahmen zusammengebaut, sodass es relativ verträglich sein sollte. Weißt du eigentlich über das Stufenhüpfen Bescheid? Jo. Ach so, du weißt also, dass du über kleinere Stufen wie diese nach unten springen kannst? Gut für dich. Jo, kannst aber nicht wieder nach oben springen, was sinnlos ist, aber geht nicht. Route 19. Okay. Hey, du da. Ich bin Lauro. Oh, die Mucke.
Ich bin ein eigenwilliger Trainer, der alle davon überzeugen möchte, wie großartig es ist, zusammen mit den Pokémon der Zukunft entgegenzuschreiten. Und nebenbei bin ich der ehemalige fucking Champ. Aus dem letzten Teil, aber egal. Und du bist? Ah, du bist ja so ein Mono aus Aventura City, so ein richtiger Lappen aus der Anfangsstadt, ja, ja. Lass mich mal kurz, ja, spacken, na klar. Na, dein Serpifeu ist aber ein echt feines Pokémon, ne? Das klaue ich dir nachher, wenn du nicht aufpasst. Nee, aber als Trainer bist du mir noch ziemlich grün hinter den Ohren. Ja, verständlich, Alter. Ich habe eine Stadterkundung hinter mir und die erste Route. Ah, gut, ich werde dich trainieren. Folge mir. Okay, und wir sind in Dowsing. Sehr, sehr cool. Haben wir eine Heilung nötig von unserem Pokémon? Hm, nicht wirklich, oder? Wir können mal kurz gucken. Mal hier mit jedem quatschen. Ey, ich habe einen kleinen Tipp für dich. Nimm immer viele Tränke mit. Und noch ein kleiner Tipp. Nimm auch immer viele Pokébälle mit. Ja, ist ja gut. Ich hab doch. Die Option Hilfe aufrufen am Computer kommt mir ein bisschen besserwisserisch vor. Können wir uns ja später mal ansehen. Denn Serpifeu ist ein weibliches Pokémon. What? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich frage mich, worin sich männliche und weibliche Pokémon unterscheiden. Das lernst du noch. Das lernst du noch. So, wir heilen noch mal kurz. Allein wegen den AP von unserer Attacke. Und dann kaufen wir mal kurz was ein. Haben wir überhaupt Kohle? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mal. Müssen wir mal gucken. Oh, wir haben ausreichend Geld. Tränke haben wir. Haben wir mal noch drei. Da haben wir Fünfer. Und dann mal ein paar Pokebälle. 10 Stück, nö. Machen wir nicht. Sag mal, Trainer Mono, sind deine Pokémon noch alle munter? Deine Pokémon geben immer alles für dich, also musst du sie auch gut behandeln. Zu meinem Haus ist es noch ein Stückchen. Ich überlasse es dir, ob du kurz im Pokémon Center vorbeischauen willst oder bevor du dich dorthin begibst. Naja, ich hab schon, keine Angst. Was hier? Dowsing. Schöner kann Landleben nicht sein. Das hier ist eine Stadt, die tatsächlich vielleicht ein, zwei Mal im Spiel noch wichtig wird, kann ich zumindest schon mal verraten. Nicht wirklich weiter. Das ist halt einfach so eine kleine ländliche Stadt. Ich speichere gerade mein Spiel, damit ich nicht vergesse, was ich erlebt habe. Oh yes. Also wenn es sonnig ist, dann ist das Fell meines Nagelaus ganz weich und fluffig. Dann möchte man das am liebsten die ganze Zeit nur noch streicheln. Oh, das arme Nagelotz. Die größte Stadt der einen Region ist Stratos City. Eine fucking Metropole. Ich musste von Vapitro City aus ein Schiff nehmen und hinfahren. Items kann man nie genug haben, oder? Oh, danke. Items werden automatisch nach Art in deinem Beutel einsortiert. Das grenzt schon fast an Zauberei, was? Ja, zudem ist der Beutel hier ziemlich, ziemlich gut organisiert. Ich weiß nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe. So sieht er aus. Wir haben hier einmal diese Riesentasche, da kommen die ganzen normalen Items rein, so wie Sachen, die man Pokémon zum Tragen geben kann. Hier sind ganzen Heil-Items drin. Hier die TMs und so, hier die Bären, hier die ganzen Basis-Items, also normalen Sachen, die man nicht austauschen kann. Und wir werden mal unseren Visocaster registrieren, genau wie unsere Karte. Den können wir dann über Y aufrufen. So. Gab's alles in Diamant, Pearl und Platin nicht. Deswegen ist das schon mal eine große Verbesserung. Ich kenne mich mit den verschiedenen Pokémon-Typen ja so kaum aus, ne? Daher konzentriere ich mich mit dem Training auf ein einziges Pokémon-Ziel, so wie es sich schnell weiterentwickelt. Aber der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man einen Pokémon mit einem Typ trifft, gegen den es benachteiligt ist, gewinnt man mal so schnell keinen Kampf mehr. Du hast einen Yorklef, du hast das nicht mal entwickeln lassen. Die Menschen erschließen bei ihrer Suche nach Pokémon manchmal auch neue Lebensräume. Der Hof war ursprünglich nichts weiter als eine Wiese mit lauter Büschen. Jetzt ist es ein Bereich, in dem Menschen und Pokémon gemeinsam leben können. Ja, solange man nicht die Natur komplett vernichtet, nur für eine Breitmachung und so, geht das voll klar. Die meisten Leute trauern entweder der Vergangenheit nach oder fiebern der Zukunft entgegen. Am schönsten ist es hier und jetzt, wenn wir mit den Pokémon spielen.
Jo. Bist du froh, deinen Pokémon zu trainieren? Ja klar, Mann. Alles klar, ich auch. Ist das ein alter Glockenturm? Nicht weiter bedeutsam. Und hier wird anscheinend gebaut. Möchtest du wissen, was mir Lauro Nützliches verraten hat? Jo. Sag, als erstes zieht das Pokémon links oben auf der Liste in den Kampf. Also habe ich dort weder ein Pokémon, das ich trainieren will, oder ein bereits super starkes Pokémon am Start. Jo. Item? Nein. Hey, komm her, Mann. Morgens wecken mich meine Pokémon, weil sie Hunger haben. Abends sind sie müde vom Spielen und wollen das ganze Bett nur für sich. Was habe ich doch für ein erfülltes Leben. Hey, hier, ja. Also beginnen wir mit dem Training. Was, du Loser? Sag mal, du hast zwei Karten dabei. Bist du inkompetent oder so? IQ von minus 5? Ach so, eine gehört deinem Freund, ne? Dein Freund hat einen Flunk bei sich, oder? Den habe ich vorhin gesehen, wie er auf Route 20 sein Pokémon trainiert hat. Also gut, in diesem Fall solltest du ihm natürlich als erstes die Karte überbringen. Folge einfach dem Weg, dann gelangst du sofort auf Route 20. Alles klar. Dowsinghoff, warst du nicht selten von wilden Pokémon überrascht? In solchen Fällen musst du dich voll und ganz auf dein Pokémon-Team verlassen. Jo, mach ich auch. Ich habe ein super krasses Team. Treffen sich die Blicke zwei Trainer, kommt es zum Pokémon-Kampf. Daran lässt sich nicht rütteln. Okay, was steht hier noch? Route 20. Und das ist unser erster Trainerkampf, abgesehen von unserem Rivalen. Ich kann deinen Augen sehen, dass du kämpfen willst. Okay. Der Herausforderung von Teenager Albert. Oh yes. Level 4 Nagelotz, okay, das könnte ein bisschen problematisch werden. Mit so einem Level 7 Serpifeu. Rankenhieb. Ah, Tackle. Na gut. Was machen wir? Ich weiß nicht, Rankenhieb macht, glaube ich, sowieso 40 Schaden. Plus Step, glaube ich, machen wir dann 60 Schaden. Ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus. Auf jeden Fall reicht es. Nice. 41 HP. Okay. Du wolltest nicht einfach nur kämpfen, du wolltest auch gewinnen. Ja, schon klar. Oh. Dude, mein Pokémon ist so süß. Das musst du einfach gesehen haben. Wo ich mal sagen muss, ich finde die ganzen Trainermodelle und alles ziemlich, ziemlich cool. Also auch die ganzen Animationen und alles. Nach all der Zeit, nach all dem oftmaligen Durchspielen, muss ich sagen, ich finde das sehr, sehr schön. Felido, okay. Und zack. Einmal noch. Und da haben wir es, Level 8. Gyrane. Ach, nach einer Niederlage, es ist einfach nur putzig, mein süßes Felilo. Oh, na. Okay. Hier wäre tatsächlich eine Chance, schon ein gutes Teammitglied zu fangen. Wir können ja auch noch ein bisschen trainieren oder mal ein bisschen gucken, aber haken wir erstmal den Typen ab. Ich strotze nur so vor Tatendrang. Mein Nagelos ist der absolute Überflieger. Ich bin so richtig krass, Mann. Okay. Er ist von Teen. Teenager Marvin, Alter. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein richtig krasser Typ bin, weil ich einen Nagelotz trainiere. Alter. Unfassbar.
So, Rankenhieb. Jetzt sieht man aber auch schon direkt unsere Stärke. Jetzt können wir so ein Ding einfach mit zwei Attacken erledigen. Ah, da ist mir schon ist mir die Lust vergangen. Ey, wie konnte das denn passieren? Keine Ahnung, Marvin. Vielleicht, weil du Nagelholz trainierst. Ah, und da ist er wieder. Mein Tatendrang. So eine Niederlage stecke ich locker weg. Man muss immer wieder nach vorne schauen. Und hier ist tatsächlich was ich beim ersten Mal durchspielen einfach random gefunden habe. Weil ich mir alles angeguckt habe. Weil ich zuerst nicht gerafft habe, als kleines Kitty, dass das hier Steine sind. Hier ist ein unsichtbares Item, ein Pokéball. Augenblick, ein Kind wie du. Ohne auch nur einen Arena-Orden will hier vorbei. Vergiss es. Kämpf erstmal gegen ein paar Trainer und Pokémon hier in der Gegend. Ja, shut the fuck up. Hast mir nichts zu sagen. Noch ein Fililo, Level 3. Wir versuchen mal noch auf Level 9 zu kommen, ehe wir weitergehen. So. Ich muss tatsächlich sagen, wo wir gleich hinkommen, auf diesen Dowsinghof, gibt es auch ein paar gute Pokémon zu fangen. Allerdings, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich erstmal den ersten Orden bekommen müssen, damit wir mal unser nächstes Teammitglied kriegen. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Hier noch irgendwas? Na gut. Trainieren wir mal noch. Holen wir mal noch ein, zwei Pokémon hier. Und das meinte ich. Das Ding jetzt zu fangen wäre an sich ein Segen. Ein Dusselgur. Und ich weiß nicht, ob ich es fangen werde. Ich glaube schon. Weil es ist tatsächlich das Flug-Pokémon dieser Generation. Der Vogel der Generation. Oh, und es ist kein Windstoß. What the fuck? Okay, ich will sehen, ob uns das Ding Game Over kriegt. Das wird uns töten. Alter, okay, das hat sich auf jeden Fall bewiesen. Unfassbar. Das hätte uns fast erledigt, das scheiß Dusselgur. Na komm. Ein temporäres Teammitglied. Dusselgur, Täubchen, normal Flug. Größe. What the fuck? Okay, 30 cm groß. Das ist nicht wirklich groß. Kein Spitzname. Aber es kann eine Flugattacke, was mir sehr, sehr hilft. Ja, okay, wir haben zumindest ein Auswechsel-Pokémon für ernste Fälle und das ist nicht sehr schlecht. Wir gehen mal noch zum Pokémon-Center und machen dann im nächsten Part hier weiter. Oder machen wir einen Überlänge-Part? Komm, wir machen einen Überlänge-Part. Ist mir jetzt Latte. Wir machen schön Vorproduktion. Aber ich sagen, ich kenne den Anfang vom Spiel so gut. Ich finde das einfach so smooth durchzuspielen. Ich habe keinerlei Probleme mit irgendwas hier. Ich kenne das Spiel wirklich in- und auswendig. Und das finde ich auch einfach so cool. Das ist für mich Kindheit. Ich habe so 5, 6 Spiele, an die ich immer wieder erinnert werde, an die ich mich immer erinnere. Das habe ich gezockt, das habe ich gezockt. Das war für mich prägend und so cool. Was nicht cool ist, dass ich jetzt noch so einem Spasti begegne. Aber gut. Dich erledigen wir jetzt schnell. Tackle. Wieso hat das eben so viel abgezogen? War das eben ein Critical Hit? Gut, wir sind auf dem Dowsinghof. Auch hier gibt es interessante Pokémon zu fangen. Werden wir uns auch noch genauer ansehen. Und die Mucke, Alter. Oh, das ist so schön. Allerdings treffen wir auf Benny. Oh, sehr gut. Du bist zum Trainieren hergekommen. Also gut, dann lass noch mal eben sehen, wie stark du geworden bist. Komm schon. Let's go.
Okay. Er greift immer auch mit seinem Starter an. Interessant. Level 8. Oh, Kacke. Allerdings wird er seine Feuerattacken einsetzen. Schätze ich mal. Deswegen greifen wir mit Tackle an. Ich weiß nicht, wie viel wir aushalten. Ach, du Kacke. Das ist nichts. Komm schon, dieser Handstreich kann dich nicht schocken, oder? Okay. Einmal greifen wir nochmal normal an. Und dann müssen wir uns entweder heilen oder wechseln. Kirutenschlag. Ah, Verteidigung sinkt. Kacke. Dusselgur. Oh, okay, er wollte uns weiter senken. Alles klar. Ich glaube, die KI neigt so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass... Nicht Pokebälle? Tränke. So ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass sie einem am Anfang noch entgegenkommt bei den Kämpfen. Also, dass er hier eher in die Richtung neigt, uns gewinnen zu lassen. Ach du Scheiße. Aber... Oh nein, nicht die Alte wieder von draußen. Eine Sekunde, ich werde die Aufnahme pausieren. Bis gleich. Und da bin ich auch wieder. Wir haben so eine Alte im Hof, ne? Die schreit rum, wie sie lustig ist. Muss sich aber nicht interessieren. So. Wir haben Dusselgur verrecken lassen, wie es sich für einen guten Trainer gehört. Und haben jetzt Serpifer wieder eingewechselt. Voll geheilt. Floink natürlich kann nichts gegen uns machen. Wenn er Glut einsetzen würde, hätte er uns. Aber wir haben ihn. Wow. Holy fuck. Ah, schade. Schade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich verliere. Jetzt mal, jetzt erstmal eine Entschuldigung bei meinen Pokémon fällig, ne? Hier 800 Tacken. Gar nicht mal so übel, ne? Du machst dir Gedanken darüber, wie du die Kräfte deines Pokémon-Teams am besten einsetzt. Ich denke, ich kann mich als Unterstützung auf dich verlassen. Übrigens, warum bist du eigentlich hier? Hm? Eine Karte? Mona hat die Karte überreicht. Ach, meine Schwester. Naja, dabei ist sie doch die Jüngere, ey. Naja, dir auch vielen Dank. Du warst mir schon sehr nützlich. Ich hab mich schon gefragt, was das hier für ein Lärm ist. Ein Pokémon-Kampf, also. Ach ja, es ist so schön, jung zu sein. The fuck? Ey, wer bist denn du überhaupt? Wer ich bin? Ich bin der Besitzer dieses Hofs und das hier ist meine liebe Frau. Oh Gott. Ach so, das ist der Typ, okay. Besitzerin. Nach einem Pokémon-Kampf sollte man seine Pokémon heilen. Hier, das ist für dich. Gib mir einen Beleber für meinen Taubsi. Taubsi, ja, Dusselgur. Und hier ist auch einer für dich, okay. Wenn das nächste Pokémon-Center so weit weg ist, ne, ist es gut, immer ein paar Tränke dabei zu haben. Übrigens, ihr habt nicht zufällig hier in der Nähe ein anderes Terrybug gesehen. Ich weiß nicht, wo es hingegangen sein könnte. Normalerweise sind die beiden immer zusammen. Sowas ist noch nie vorgekommen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Was soll das heißen? Machst du dir auch wirklich Sorgen? Dein Pokémon könnte für immer verschwunden sein, kapiert? Ach, wie auch immer, ich werde es suchen. Mono, du hilfst mir dabei. Was? Habe ich eine Wahl? Wieso ist er denn so wütend? Naja. Spasti. Ich bin sicher, es spielt hier nur irgendwo auf dem Hof. Genau. Hör mal, wenn deine Pokémon verletzt sind, dann sag Bescheid. Ich werde sie heilen. Ja, please. Oh yeah. Pokémon-Team geht es prima. Okay. Würde ich sagen, speichern wir kurz und machen hier in der Part nächste Stelle weiter. Ne? Ich bin übel hyped, und ich finde das Projekt jetzt schon sehr, sehr cool. Momentan haben wir die zwei Pokémon, eins ein temporäres Teammitglied, eins ein festes. Gut, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zu Pokémon Schwarz 2.